Zweite. Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Ergänzungsvideo. Und zwar habe ich euch das letzte Mal die VHV.de Bithalter gezeigt und was man da alles noch rein ergänzen kann. Dann gibt ihr ein tolles Set, verlinke ich mir da unten. Und das Video zu den Bithaltern findet ihr da oben. Und da ist halt alles drin, der Pico-Finish, der kleine Bithalter, Drehmomentschlüssel und wo ist das Ding? Ach, die liegen hier noch, habe ich euch gezeigt. Tolle Torx-Einsätze und diese IP-Klasse, ja, in dem Halter, einfach genial. Hat man alles dabei mit Gürtelclip und so, aber jetzt gar nicht zu arg abschweifen. Das ist alles, was Bits hält, und zwar diese Slim Bits, Vario Bits von VH. Finde ich richtig gut. Habe hier noch Pocket Max, ist was im Griff, genauso wie im Lift Up. Das sind auch da hinten die tollen Bits drin. Und ja, da haben wir das letzte Mal schon lange drüber gesprochen und dann habe ich was Tolles gefunden. Das liegt auf der linken Seite und darum soll es heute gehen und wie man das Set ergänzen kann, dass man da komplett ist. Ja, also es geht hier einmal um diesen Drehmomentschlüssel, wo man hier das Drehmoment einstellen kann zwischen 0,8 und 5 Newtonmeter. Und den behalten wir auch mal, weil da habe ich euch erklärt, wenn man hier dann die Lanze reinsteckt, kann man da verschiedene Vario-Bits reinmachen und verriegeln und dann schön schrauben damit. Und ich habe eine kleine Umfrage gemacht, ja, Bithalter oder Schraubendreher, dabei hat sie rausgestellt, wenn ihr den Platz habt, dann greift ihr gerne auf die Schraubenzieher oder Schraubendreher zurück. Und wenn es eng zugeht oder ihr nicht viel rumschleppen möchtet, dann habt ihr immer die Bithalter dabei. Ja, und jetzt schauen wir mal, was ich hier noch gefunden habe für euch. Also, das ist einmal das tolle Set, das habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Und das kommt aus dieser Vario-Familie. Zeige ich euch mal, was da alles gibt. Also, gigantisch. Und das Beste ist, ich habe eigentlich jetzt so ziemlich alles davon hier auf den Matten liegen. Und möchte da noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie man dieses Set, was ihr jetzt gerade schon gesehen habt, hier quasi noch toll ergänzen kann. Und zwar ist das Stecknuss-Set von VH, was es gibt, wo halt hier quasi das Pendant ist zu dem Bithalter-Set. Da seht ihr schon, den einen kann ich rausmachen, swuppdiwupp, und dann kann ich den anderen reinmachen, kann da auch die Momente einstellen und habe dann hier zum Beispiel eine 13er Nuss. Und dann seht ihr schon, Bithalter, der wackelt immer ein bisschen, aber ist alles safe, ja. Also damit kann man ordentlich schrauben und für die normalen Bithalter kann man hier noch diesen Adapter reinstecken und dann passen in den auch die Nüsse rein. Also zwei in einem, das kommt auch nur so mit den Teilen und ist eine tolle Sache, wie ich finde. Deswegen möchte ich es euch auch zeigen und dann ja, ist das hier 13 Nuss, dann hört ihr den Unterschied. Das hier wabbelt halt ein bisschen und der hier ist halt schön solide, ja, der hält auch schön lang, aber man kann halt kein Drehmoment einstellen. Und dann habe ich noch was ganz, ganz Tolles entdeckt. Möchte ich euch auch zeigen, hier dieses VH Slim Vario Easy Torque Adapter Set, weil das ist ein bisschen günstiger als die Varianten. Da hat man quasi so einen Griff und den hatte ich auch noch nicht und zwei solche tollen Slim Bits mit dabei und einen Griff, in den die einfach mal so reinpassen. Der hat mir noch gefehlt, ein bisschen größer als der Pocket Max Electric, den es da gibt. Und in den kann man halt auch solche Einsätze reinmachen. Und wie ihr auf der Verpackung gesehen habt, gibt es da 5 Stück. Und die gehen auf, ja, muss ich lügen, von 0,8 bis 5,8 Newtonmeter oder sowas. Oder noch mehr. Das verlinke ich unten nochmal. Und da kann man diesen Slimbit reinmachen. Das ist ein Vario Slimbit, der schaut auch abgefahren aus. Das ist ein Pozzi, aber der heißt noch ein bisschen anders. SL-Pozzi, der hat da vorne 2 so Nasen, gerade für die Automaten. Und da kann man dann schön den Automaten anschrauben oder anziehen, beziehungsweise den Stromleiter, der im Automaten ist. Und wenn er dann knackst, genauso wie bei dem hier, dann hat man das richtige Anzugsmoment. Und dann braucht man keine Angst haben, dass der Automat auseinanderfällt und auch keine Angst haben, dass er nicht fest genug anzogen ist. So, und das ist einfach eine coole Sache und das kann man toll kombinieren, wie ich finde. Auch noch mit einem weiteren Highlight, das ist, was es gibt. Ungefähr ein Zehner, das hier ein Fuffi, die Steckschlüssel, Schrauben, die gibt es auch im Set. Die sind auch so, ja, 40 Euro und ich meine, das hat auch um die 40 Euro.
Also ist aber auf jeden Fall das Geld auch wert. Und da gibt es ja diesen tollen Bithalter, der passt in die Aufnahme, weil unten auch so ein 6 mm Bit hat. Und dann kann man hier schön, seht ihr, das führen. Ja, also geniale Sache. Da kann man ordentlich schrauben. Und ich finde, das passt dann perfekt noch hier dazu. Da hat man nämlich alles, was das Elektrikerherz begehrt. Wenn man das da reinmacht, schauen wir mal nochmal. Einmal, der Adapter gehört ja da rein. Machen wir hier rein, wo man oben die, mein Viertelzoll Einsatz ist das auch zur gleichen Zeit, Stecknüsse hinmachen kann. Und dann der neue Adapter zum Fassschrauben, dass das Ding nicht ganz grifffrei ist, wenn man es mal verwechselt. Da hat man doch nur einen dabei, mit dem man schrauben kann, wenn man das mitnimmt. Die zwei kleinen gehören hier rein. Und natürlich dieser Moment. Ich denke, mit der Zeit werde ich die anderen mir auch noch ziehen. Und dann hatten wir hier quasi alles, was das Schrauberherz begehrt. Seht ihr? Den wieder auseinanderbauen. Geht auch relativ einfach. Der passt da oben dazu rein. Und da haben wir quasi nicht nur die Bits, sondern auch Stecknüsse. Und das ist mir für alle Eventualitäten vorbereitet. Gut, ich denke, das war's auch schon. Und sag, nix ist Kirn. Wenn ihr keins dieser tollen VDE-Videos, und da kommen jetzt noch einige, verpassen wollt, nichts ist hier, nur den Kanal abonnieren, ansonsten lasst mal ein Like da, ich hoffe, es euch gefallen. Und ihr habt vielleicht festgestellt, es war eine Woche Sommerpause, ich habe jetzt auch festgelegt, dass ich nur ein Video in der Woche veröffentliche über den Sommer, weil ihr geht es vielleicht lieber ins Freibad, so wie ich auch. Bis dann, tschüss, ciao, ade, wasche, bis bald. Und zum Abschluss noch einmal der...